Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit meiner Windmühle. Entschuldigung. Wir bauen noch mal ein bisschen um. Ein ganz kleines bisschen. Bis ich gleich zufrieden bin. Warte, du bist da richtig. Du gefällst mir da. So, dann gehen wir hier mit dir einen runter. Damit müsste das schon mal besser sein. Ich bleib mal bei müsste. Und dann setze ich da noch einen drauf. Ne, ja, doch. Gut. Und jetzt werden wir ein bisschen verrückt hier. So, eins, zwei. Ich brauche hier nochmal einen Dreckklumpen. Den muss ich sogar noch ein höher machen, ne? Ja. Damit schaut das noch besser aus. Dann setzen wir uns dann mal im Dreckklopfen hin. Dreckklopfen? Dreckbrocken. So, und dann zu drei. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und noch ein, ne? 1, 2, 3. Gut. Jetzt schauen wir nochmal von unten, wie das ausguckt. Wir sind auf dem Boden aufgekommen, wie man da ganz kurz gehört hat. Hätte ich den Dreckblock da drin nicht, dann würde es noch ein bisschen besser. Ja, doch. Ach, da oben ist noch ein Block zu viel, so wie das ausschaut. Ja, ja. Und da muss ich von da unten nochmal ein Fence, ein Zaunskelett dran schimmern. Zimmern wir. Ich habe mich gerade gewundert, was das ist, aber das ist wieder einer dieser komischen, herauffragenden Mini-Berge. bin ich schon an meinem Eingang vorbei? Ja. Ich meine, ich hätte jetzt da den Eingang nehmen können, aber nein. Hätten wir nicht. Hier drin ist so dunkel. Das ist halt unglaublich, wie dunkel das komplette Spiel noch damals war. Gut, in ein paar Wochen hat sich das Problem auch geregelt. Hoffentlich. Bestimmt. Hoffentlich bestimmt. So, dann gehen wir hier einmal hoch und beim letzten müssen wir zack nochmal Hand anlegen und damit haben wir das sauber abgeschnitten. Gut, das Problem, was ich jetzt damit habe, ist die Funktionalität von Zäunen. Ah! Okay, ich verstehe das Problem. Ich habe Shift gedrückt. Spiel bitte. Das war gemein. Ich verstehe das Problem, was ich mir damit selber aufgeheizt habe, weil Zäune noch nicht gescheit funktionieren. Das ist... ein Problem, aber kein Hindernis. So. Gehen wir dahin. Und dann bauen wir erstmal hier. Ja, doch, bauen wir erstmal hier entlang. So, zack. Und dann muss ich einmal so machen. So, ne? Ja. Nein. Da muss ich nochmal einen hinmachen, damit ich jetzt einen drunter machen kann. Das ist alles kompliziert. So, dann müssen wir jetzt zwei runter. So. Dann kann ich nämlich so machen. Jetzt kann ich da einen Zaun dran pflanzen. Nee, das war falsch. Oder? Nein, das war richtig. Ich verwirre mich gerade selber. Wo ist Dreck? Da ist Dreck. Nee, das ist Weizen. Weizen ist nicht zwingend Dreck. So, gut, dann gehen wir hier nochmal einen runter. Ich glaube, das segelt uns, ne? Ja. Warum fliegst du dahin? Was ist falsch mit dir, Junge? So. Dann muss, beziehungsweise kann ich dich schon mal abbauen, weil du bist sowieso falsch. Ne, dann muss ich das einmal so machen. Und dann einmal, pop, da einen ranpflanzen, da einen drunter pflanzen und hier einen runterpflanzen. Da einen runterpflanzen und da muss ich auch noch einen hinsetzen. Habe ich aber auch Blödsinn gebastelt. Irgendwann wird das auch noch einfach mit den Zäunen. Ich weiß nicht wann, ich habe nicht nachgeschaut. Verdammt! Genau, bauen wir den ab, um den gleichen Fehler noch einmal zu machen. Ich bin ein Held. So, so und zack, so bitte. Und dann jetzt einmal so. Oh, ich,
Bin runtergefallen. Warte, wir hatten doch hier noch einen Dreckblock. Dann den kann ich doch eben mit... Da, ich sehe dich. Ich sehe dich rumschweben, du dreidimensionales Wesen. Dann können wir jetzt wieder hoch und einmal da weiter Dreck abklopfen. Ich muss eigentlich mal zählen, ob die jetzt gleich lang sind. Beziehungsweise die gleiche Anzahl an Huckeln haben. So. Ich kann doch immer nicht sprinten. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich nur so kurz gesprungen bin und so langsam gelaufen. Ich glaube, sobald Sprinten wieder drin ist, werde ich damit nie wieder aufhören. Oder war das ein Teil von dem ganzen Essen-Gedöns? Das war auch so ein... Ne, das mit dem Essen und dem Hunger war so ein Update, das hätte nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Aber es ist gekommen und man kann nichts mehr daran ändern. So. Theoretisch kann ich einmal von hier hinten schauen. Ich stelle mich mal hier aufs Land und guck, wie das ausguckt. Haha. Das ist so. Wie möchte ich das denn zählen? Ich zähle einfach mal Vierecke. Dafür möchte ich aber gerade stehen, damit ich mit dem Kopf nicht immer hoch und runter bonke. Das Lied kann ich auch, glaube ich, löschen. So, ich habe hier glücklicherweise schon ein Block vorbereitet. Jetzt wollte ich gerade Block aufschreiben, das wäre falsch gewesen. So, wie viele haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Wollen wir dich dann auf 7 erweitern? Ja. Ja, wollen wir. Ich muss mal ganz kurz... Mir geht langsam die Wolle aus, oder? Naja, ist ein bisschen übertrieben gesagt. Aber wenn hier nochmal Schafe sind, dann kann ich dir mal ganz kurz antatschen. Hihi. Eine Schaufel habe ich nicht mit, ne? Nee. Sonst noch irgendwo ein Schaf? Da ist ein Huhn, da ist noch ein Huhn. Da ist noch ein Huhn. Drei Hühner. Himmel. Ich hätte gern paar Schafe. Guck mal, hier ist Kohle. Da sind Schafe. Und ich glaube, die sind gerade neu gespawnt in einem Dreierrudel. Da ist noch ein viertes, das ist sehr gut. Nehmen wir euch alle mal mit dem Holzblock heute. Wir haben keine Schaufel dabei. Das ist alles mitgenommen. Boah, drei rausbekommen davon. Ist ein Holzblock effektiver als eine Schaufel? Hallo, Schaf. Bob. Darf ich bitte... Vielen Dank. So, ah nee, das ist Sand. Ist das ein Schaf oder Sand? Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Ich habe das jetzt nur flüchtig gesehen. So, ist ein Schaf, okay. Und Sand, beides. Und das ist noch eine Kuh. Bleib stehen, Schaf. Bleib stehen. Zack. Erwischt. Hihi. Gut, dann müssen wir jetzt das untere nochmal um zwei Vierecke erweitern, ne? Ich glaube, nach oben hin erweitern ist immer einfacher als nach unten hin. Ne? Ziehen wir nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5. Und da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. 7 ist sowieso eine bessere Zahl als 5. 7 ist nämlich meine Lieblingszahl. Und eure Lieblingszahlen sind da alle nichts gegen. Die 7 ist die beste Zahl, die es gibt. Ich wünsche mir, dass ich irgendwie ein Schiff hätte. Ein Schiff in meinem... Ich hätte... Ein Bootshintern. Mein Hintern ist einfach ein Boot. Das heißt, ich setze mich da hier aufs Wasser drauf und kann drüber paddeln mit meinen Armen. Wie so ein Hund. Gut. Würde es Sinn ergeben... Ich glaube, es würde Sinn ergeben, wenn ich mich von hier unten einfach entlang bastel. Ne? So, gehen wir mal hier rüber. Dich muss ich dafür noch ein tiefer setzen. Zack, haben wir das aufgefangen. Eins. Eins, zwei, drei. Warte, wie viele Blöcke haben wir jetzt da? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Und damit haben wir 7, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bin ich zu blöd zum Zählen? Anscheinend ja. Warte. 1, 2, 3, 4, nochmal. Weil ich unter Wasser gekommen bin, hat mich das verwirrt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jo. Die drei muss ich da wieder abbasteln. Okay. Ich verwirre mich gerade mehr als alles andere.
Wir kriegen das noch hin, Leute. Wir kriegen das noch hin. Keine Sorge. Wir schaffen das. Ich schaffe das. Ich hoffe es. Erstmal muss ich da wieder raufkommen. Aber das ist ja kein allzu großes Problem. Ne? Springen wir hier aus dem Fenster. Bitte nicht aus dem Fenster springen, Kinder. Das macht man nicht nach. Und nehmen das hier raus. Schön. Zack, haben wir das alles. Gut. Dann einmal einen kleinen Erdrahmen drunter setzen. Alles noch im Rahmen, ne? Eins, zwei. Dich kann ich schon wieder wegbasteln. Nehmen wir dich mit. Und euch beide auch. Eins, zwei, drei. Damit haben wir jetzt 7 Blöcke. Sehr schön. Und wieder ganz viel Erde auf den Meeresboden versenkt. Davy Jones wird sich freuen. Ist es ein... Oder... Ist quasi alles, was man auf See verliert, direkt bei Davy Jones? Muss man sich mal vorstellen... Stellt euch mal vor, ihr seid... ein Schiff. Ein Containerschiff, so. Und ihr habt einfach... 200 Kilo... 200... Tonnen, nehmen wir mal lieber Tonnen. Ich glaube nicht, dass wir ein Containerschiff mit 200 Kilo Erde haben. 200 Tonnen Erde. So. Und das Schiff sinkt. Ne? Ihr kommt aber davon, ohne dass ihr euch wehtut. Ich habe euch nämlich lieb. Das müsste dann ja alles quasi bei Davy Jones landen. In seinem Spind. Davy Jones locker. Und stellt euch vor, ihr würdet bei euch in der Schule, ne? Manche Schulen haben ja selber auch Spinde. Spins? Spinde? Ich glaube Spinde. Die man ausleihen kann und nutzen kann für Bücher und so ein Schmarrn oder für Turnbeutel. Und ihr macht ihn auf und einfach 200 Tonnen Erde kommen euch entgegen. Ne? Lawinen an Erde kommen euch entgegen. Nur weil irgendein Hannes das versenkt hat und damit verloren. Das wäre eigentlich ein guter Streich für Davy Jones. Also, falls ihr die Meere meiden möchtet, für den Rest eures Lebens, weil ihr Angst vor Davy Jones dann habt, tut das mal. Verliert einen Container mit 200 Tonnen Erde auf dem Meer. Sehr schön. Dann gehen wir... So, wir sind hier... Wir haben zwei Teildinger, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Du musst aber nach oben gehen. Nicht nach unten, wie ich es ursprünglich hier angefangen habe. Nach unten ist die falsche Richtung. Das heißt, du kannst auch weg. Du kannst auch weg. Den habe ich nicht aufgenommen, das ist schade. Oh Himmel, oh Gott, wie viele Tiere da einfach bei uns auf der Blumeninsel gespawnt sind. Das Stück Erde kann ich auch wegnehmen. Eigentlich würde ich da gerne hinterher springen. Wir springen da einmal ganz kurz hinterher. Wolle ist zu toll und kostbar und gut, als dass ich das jetzt... verlieren möchte. Sehr schön. Dann können wir hier wieder hoch. Ich würde gerne mal schauen, wie das Feld hier ausschaut. Okay, das Feld schaut relativ gut aus. Da ernten wir einfach mal zwischendrin so ein bisschen querbeet drin ab. Damit wir das immer weiter ausbauen können. So, nämlich irgendwann wird das hier alles komplett sein. Du bist auch fertig. Sehr schön. Dann, ups, da haben wir nochmal was aufgesammelt. Das ist doch gut. Das habe ich gerne. Gehen wir hier durch, machen das alles einmal bop, bop, bop und haben damit keine Samen mehr. Da ist was ganz kurz gewachsen. Zwei Stück sogar. Und hier wieder raus. Hoch. Ich glaube, dass wir mindestens nächste Folge die Blätter fertig haben. Ich nenne es jetzt einfach Blätter. Windmühlenräder. Was? Nein, nicht Windmühlenräder. Flügel? Ich glaube, Flügel heißt es eigentlich, ne? Hat zwar nichts mit dem Instrument zu tun, aber ähnlich oder so. Gut. Wie mache ich das? Ich habe eine Idee, wie ich das mache. Ich muss dafür ganz kurz... Bop, bop. Und dann jetzt hochbauen. Nachdem wir die Zäune hier weggebaut haben. Denn die sind nicht ganz richtig. Da fällt mir ein, ich muss... Da dann höchstwahrscheinlich wieder einen Erdblock drunter setzen, ne? Richtig. So, damit habe ich jetzt hier den ersten von den Blöcken. Richtig, richtig. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, verdammt, sechs,
7. Jetzt dürfte das nicht mehr falsch sein. Jetzt habe ich mitgezählt. Jetzt habe ich mitgezählt. Schauen wir uns das nochmal von der Ferne an, um das nochmal besser beurteilen zu können. Ja, da muss jetzt natürlich noch das ganze Holzklamatschel dran. Dann ist gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Seht ihr, wenn ich mitzähle, dann funktioniert das auch. Ein bisschen würde ich ja sagen wollen, die Flügel sind zu groß, aber ich glaube, das wird sich noch richten mit der Zeit. Man gewöhnt sich dran. Die Mühle hier ist quasi wie Club Mate. Man muss sich dran gewöhnen. Oh, kann ich auch so... vermaledeit noch eins. Irgendwann sterbe ich vom Runterfallen. Habt ihr eigentlich schon mal Club Mate getrunken? Es gibt ja insbesondere Leute in der IT, die schwören auf das Zeug. Es soll ja auch die gesündere Alternative zu einem Energy Drink sein. Ich kann dann nur sagen, Club Mate schmeckt widerlich. So, gehen wir mal die Route so. Also ich habe Club Mate ausprobiert und ich würde es nicht empfehlen wollen. Es schmeckt so, wie ein Aschenbecher riecht. Es ist quasi eine Mischung aus Aschenbecher und Bacon. Ich glaube, es war Bacon. Oder Salami. Ja, irgendwie sowas. Also, wenn ihr Aschenbecher und Salami mögt und die Kombination liebt, Leute, puh, Club Mate wird euer Lieblingsgetränk werden. Aber andernfalls würde ich euch eher raten, Abstand davon zu nehmen. Persönlich bin ich ja der Energy Drink Fan, auch wenn ich weiß, dass Energy Drinks meinen Körper kaputt machen. Würde ich euch auch raten, ich versuche jetzt hier mal den Moralapostel zu spielen für diese Folge. Ich rate ganz viel. Wo bin ich denn bei Wer wird Millionär? Einfach keine Energy Drinks trinken. Das tut eurem Herz und den Rest eures Körpers sehr, sehr gut, wenn ihr das Zeug von euch fernlässt. So. Dich habe ich noch gesehen und dann habe ich dich gesehen. Dann nehme ich euch beide auf und dann kann ich wieder auftauchen. Eigentlich kann ich hier drin auftauchen, ne? Ja, schau mal, na guck. Schaut unser Feld aus, guck mal, das ist wieder noch mehr gewachsen. Wir warten dann noch ab. Wir machen das dann nächste Folge. Apropos nächste Folge. Wir nähern uns so langsam dem Ende dieser Folge. Ich möchte mich noch ganz kurz in Position bringen. Position bringen, dass wir den letzten Flügel nächste Folge machen können. Ich bin eins zu hoch. Gut gemacht, ich. Bestenfalls noch einen runter damit. So, zack. Nehmen wir die Erde wieder auf und gehen hier entlang. Sehr schön. In welche Richtung muss der gebaut werden? In die nach unten. Es wäre, glaube ich, klüger, wenn ich mich von unten hochbaue, ne? Das Gerüst also nochmal wieder abbauen. Ah, gut, haben wir das gemacht. Ich frage mich ja, wer diese Sounds eingesprochen hat. War das Notch selber? Weiß man das oder war es Jab? War Jab damals überhaupt schon beim Team Mojang dabei? So. Eins. Damit haben wir angefangen. Wie man sieht. Dann beende ich die Folge. Ha, ich habe euch angeteasert. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Bis dahin und tschö tschö.